zweite Rennen der Superbikes. Und schauen Sie sich diese Augen an. Hervé Nigon, der hat sich einiges vorgenommen nach seinem Crash im ersten Rennen. Für Michi Ranseder läuft es nicht schlecht. Dritter Platz in Lauf 1. Er kann wieder lachen. Im Training ist er hier bereits im ausgedrehten vierten Gang gestürzt. Der Fuhrpark von Jens Holzhauer hat schon ein paar Lücken. Und dann geht es auf in diesen zweiten Lauf auf trockener Fahrbahn. Und was für ein Raketenstart von Markus Reiterberger. Da hat wirklich alles gepasst. Der Bayer aus Obing setzt sich an die Spitze. Im Regen, das gibt der Rookie selber zu, da ist er nicht so gut. Da muss man durchkommen und Punkte mitnehmen, sagt er selbst. Aber auf trockenem Asphalt, da ist Reiti einfach immer schnell. Kevin Falk auf Platz 2 und dahinter Gareth Jones auf der Yamaha R1. Freddy Fauré auf der 4 und dann der Franzose Hervé Nigon mit viel Wut im Bauch auf dem 5. Platz. Aber für Matthijs Mirsch ist auch das zweite Rennen früh beendet. Bremsdefekt in der zweiten Runde. Das bedeutet, er reist mit 0 Punkten aus Zolder ab. Die Meisterschaft ist damit in weite Ferne gerückt. Markus Reiterberger behauptet die Führung. Mensch, was ist der Junge cool. Noch lässt er Kevin Falk keinen Platz zum Überholen. Und noch bleibt Markus Reiterberger fehlerfrei. Gareth Jones überholt Kevin Falk. Hart, aber fair. Und Achtung, im Hintergrund der Angriff von Nigon auf Kevin Falk. Der Franzose geht vorbei. Die Fanson BMWs nun auf den Plätzen 1 und 3. Ein klasse Rennen und Werner Dehmen, der feuert jeden seiner Piloten frenetisch an. Das wäre ein super Ergebnis auf seiner Heimstrecke hier in Zolder. Und da kommen sie wieder auf die Start- und Zielgerade. Reiterberger, Jones, Nigon, Falk, Ranseder, Kathleen, Fauré und Mackels. Dann Voss, dann Stefan Nebel vor den Superstocks von Sutter und Vincent. Und die 69, das ist Lucy Klöckner, die Dame im Feld. Auch weiter vorne wird um jeden Meter gekämpft. Hier der Kampf um Platz 7 zwischen Freddy Fauré und Ari Voss. Und da gibt es sogar eine Berührung. Meine Güte, das war ein hartes Manöver des BMW-Piloten, der hier wirklich volles Risiko geht. Die vorletzte Runde vorn Markus Reiterberger, dann Gareth Jones, Hervé Nigon und Kevin Falk. Noch einmal geht es über Start und Ziel und dann hinein in die letzte Runde. Werner Dehmen, er ist in der Boxengasse nicht mehr zu halten. Er rennt auf die andere Seite der Boxen, von wo man aus die Gegengerade einsehen kann. Einmal kommen sie noch durch. Onboard bei Hervé Nigon, aber der bringt das Kunststück fertig, noch einmal zu stürzen, wie bereits im ersten Lauf. Und sein Teamchef Werner Dehmen, der wartet vergeblich auf seinen Piloten. Ja, wo ist er denn geblieben? Aber Nigon liegt längst im Kies. Reiterberger holt sich damit den ersten Sieg auf einem Superbike. Gareth Jones wird Zweiter und Kevin Falk holt sich den dritten Platz. Die Freude bei BMW dann doch etwas getrübt. Klar, auch für die Markenmeisterschaft wäre das Ergebnis Erster und Dritter Klasse gewesen. Aber er hat alles richtig gemacht. Der 21-jährige Markus Reiterberger holt schon beim zweiten Saisonlauf den ersten Sieg. Einmal Freistaat, Zielsieg. Ich habe zwar in die Schikane hinten immer gehört hinter mir, dass ganz dicht raus sind, aber zum Glück bis ins Ziel retten können das Ganze. Und danke ans Team, danke an Pirelli, super Reifen heute, echt so saugeil. Und auch diese Bilder sagen alles. Ein völlig enttäuschter Hervé Nigon in seiner Box.
Und hier der Gesamtstand der Superbikes nach 4 von 16 Saisonrennen. Damien Cutlin führt die Wertung an mit 22 Punkten Vorsprung vor Markus Reiterberger. Damit geht ein ereignisreiches Rennwochenende in Belgien zu Ende. Der dritte Saisonlauf findet vom 14. bis 16.06. in Oschersleben statt. Mit dabei dann auch wieder der ADAC Junior Cup, der in Belgien pausiert hat. Und Sport 1 wird wieder ausführlich für Sie berichten. Bis dann!